Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt. Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist der 25. Dezember. Erster Weihnachtsfeiertag. Frohe Weihnachten euch alle. Und ich bin wieder für euch unterwegs an der Playa. Aktuell bin ich hier zwischen dem Zweier und dem Dreier. Bin jetzt auf dem Weg Richtung Bielefelder Pilzstübchen. Da will ich mal kurz reinschauen. Und dann schauen wir mal, wo es mich hintreibt, wie lange ich da bleibe. Ich werde aber wohl dann heute nochmal in den Bierkönig gehen, um zu schauen, was da los ist. Gestern waren so, ja, teilweise mal so ca. 50 Leute da, wenn man draußen und drin alles so zusammenrechnet. War jetzt nicht wirklich viel, aber dafür doch mal Heiligabend hatten, war es doch okay, würde ich sagen. Ich hatte zumindest meinen Spaß. Und die Leute, die mit mir waren, auch. Und ja, wer mein Video von gestern gesehen hat, ich wurde noch überrascht mit einem Weihnachtsgeschenk, beziehungsweise drei Weihnachtsgeschenken. Und das schneide ich euch hier mal ganz kurz rein, könnt ihr sehen. Ja, das habe ich bekommen. Die Tasse ist sehr schön, ne? Ja. Ist leider nur eine Tasse und nicht in echt. Was kann ich sonst noch erzählen? Was hat sich sonst so getan? Ja, ich war beim Deutschen Eck vorbeigegangen gestern. Im Münchner Kindl war ich. Auch beim Auftritt von Jürgen Peter. Die Restaurants waren gut gefüllt. Ist halt nur kein Partyvolk im Moment unterwegs, ne? Sind da meistens dann die hier eh schon aktuell wohnen oder jetzt wohnen und halt mit Familie hier Urlaub machen. Die gehen dann halt nicht in den Bierkönig rein, um da Halligalli zu machen. Aber ist auch okay. Jetzt haben wir noch ein paar Tage, dann haben wir Silvester. Da wird es wahrscheinlich sehr, sehr voll im Bierkönig. Da freue ich mich schon drauf. Und ach ja, genau, ich glaube Martin hatte mir gesagt von einem Video vom 23., dass ich gesagt habe, mein Plan ist auch zur Krone zu gehen. Ja, manchmal kann man Pläne nicht einhalten, weil es sich anders ergibt. Aber ich werde bestimmt die nächsten Tage nochmal in die Krone gehen, falls ich nicht sogar nachher nochmal dahin gehe. Und dann zeige ich euch allen nochmal Sigi den Hasen, für alle die nicht erkennen. Aber wie gesagt, kein Versprechen, Pläne sind Pläne. Kann sich immer irgendwas ändern. Und ja, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Bin gleich Richtung, gleich hier am Megapark und dann gehe ich ins Stübchen rein, Tag sagen. Und dann schauen wir mal, wo uns die Reise heute, den Abend, die Nacht noch hinführt. So, wir haben 20.04 Uhr. Ich bin jetzt raus aus dem Bielefelder Pilzstübchen und auf dem Weg zur Krone. Ja, da will ich eine Kleinigkeit essen. Ich weiß noch nicht, was ich esse, muss ich mal gucken. Vielleicht wird es auch was größer. Weil bei der Krone muss man immer Hunger mitbringen. Ja, vielleicht ist mir ein Schnitzel zu viel. Ich weiß es noch nicht. Ich gucke mir gleich mal die Karte an und dann entscheide ich. Und dann zeige ich euch auch nochmal Sigi den Hasen. Der wurde ja ein bisschen geschmückt die Tage. Jo, bis später. Ach, wisst ihr was? Liegt ja auf dem Weg. Ich gucke mal ganz kurz in den Bierkönig rein, sagt Benji hallo. Mal gucken, was da los ist, bevor ich dann später da reingehe. Also nochmal reingehe. Jetzt nur mal ganz kurz gucken und dann in die Krone. Ja, das war so wie erwartet. Draußen saßen ungefähr 20 Leute, drinnen maximal 10. Ja, erster Weihnachtstag und an der Playa ist recht wenig los, was die Partyfeierei angeht. Vielleicht ist ja später noch der ein oder andere da. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ihr seid dabei. Jetzt gehen wir essen. Ich habe, oh ja, jetzt kriege ich aber richtig Hunger. 22.30 Uhr. Wir sind hier bei zur Krone und Sigi steht immer noch parat. Er hat heute wieder alles gegeben. Der beste Mitarbeiter.
Ja, das war gerade Sigi der Hase. Ich bin draußen, warte so auf Chris und Resi. Und auch wie ihr hier wieder seht, so viel Wasser auf dem Tisch. Einfach von der Luftfeuchtigkeit. Habe ich ja gestern schon erzählt. Und ja, wir gehen jetzt mal ins Alfaro Beach und ja, gucken, da gibt es ja ein paar Cocktails und alkoholfreie Getränke gibt es da auch. Mal schauen, was wir trinken, ne? Wir sind jetzt hier am Alfaro Beach und ja, das hier haben wir alle schon getrunken. Nee, haben wir nicht. Uhr, wir sind hier vor dem Alfaro Beach am, ja, hier ist der 10er, Ballermann 10 und sieht ganz schick aus der Laden, aber das ist halt auch wieder Palma Beach, ne? Das ist schon wieder ein bisschen gehobenere Klasse. Ja, alle die Palma Beach nicht mögen, für die ist der Laden gar nichts und ich bleibe noch ein bisschen hier, aber dann werde ich in den Bierkönig gehen, weil der Bierkönig hat bis 1 Uhr offen, da will ich schon mal kurz reingehen. Mal kurz Tag sagen beim Benji und gucken, ob da vielleicht schon ein bisschen was los ist, auch wenn dann wahrscheinlich nicht so viel los sein wird. Aber das reicht mir dann noch heute und dann werde ich den Tag dann ja, zu Hause ausklingen lassen, später. 0.03 Uhr, wir sind aus dem Alfaro Beach weg und ich bin jetzt vor dem Bierkönig und da gehe ich jetzt rein. Wir haben noch bis 1 Uhr offen, also um Viertel vor 1 ungefähr schmeißen die uns raus. Aber viel ist da drin nicht los, von daher, ja. Ein bisschen mit Benji quatschen und dann geht es für mich dann auch heim. Hier wird gerade was verlost von Mia Julia, ein Fanschal von Ines Adventskalender und DJ Benji zieht. Und Benji spielt weiter die Glücksfee hier. Das ist natürlich alles sehr seriös hier. Benji macht seine Sache richtig gut. Bleiber. Ja, da ist ein T-Shirt vom Deutschen Eck. Ein T-Shirt vom Deutschen Eck geht an. Katja ist heute der DJ. DJ Benny ist aufgefallen. Dem sein Auftrag war wahrscheinlich zu groß, die Glücksfee zu spielen, deswegen macht das Katja heute. 0.57 Uhr und wie ihr seht, die Playa ist wieder komplett in Nebel eingehaucht. Wenn ich jetzt hier so auf mein Display gucke, sieht das gar nicht so stark aus. Aber es ist schon sehr, sehr neblig. Sichtweite, ja, schätze mal so. Also wenn ich hier so zum Megapark hin gucke, ich bin jetzt kurz nach dem Megapark, 100 Meter. Ungefähr 100 Meter Sichtweite, ist schon, kenne ich nicht an der Flyer, sehr interessant für mich. Gestern, ja, wie gesagt, also, gestern war auch schon sehr neblig, aber nicht zu der Uhrzeit, wo ich draußen war, zumindest nicht so neblig. Erst als ich auf dem Balkon war, konnte man noch ein bisschen mehr Nebel sehen. Ja, und es ist halt auch so, dass die Luftfeuchtigkeit so hoch ist. Wie ich euch schon gezeigt habe, die Straßen sind nass, die Autos sind nass, alles ist einfach nass, ohne dass es wirklich regnet. Aktuell beträgt die Temperatur noch 13 Grad. Kalt ist es nicht. Ja, hier das Auto fährt auch nur im Schneckentempo. Ist auch besser so, wenn man nichts sieht. Ja, okay, er wollte abbiegen. So, was kann ich euch berichten? Was kann ich euch berichten außer Nebel? Ja, nicht viel. Der erste Weihnachtsfeiertag ist rum. Und wir waren im Bierkönig. Da war. Nee. War nicht wirklich was los. Kubas Bar, nicht Kubas Bar, sorry. Alfaro Beach war, da waren immerhin ein paar Leute. Wo war ich noch? In der Krone war ich, ja. Da war
Ja, zum Essen gehen die Leute. Also Party machen ist gerade nicht so in. Zumindest nicht für die Leute, die hier sind. Malle Katja ist hier. Die habe ich gesichtet. Ines war dann eben noch im Bierkönig. Hat aus ihrem Adventskalender ja, von der Verlosung irgendwie ein paar Dinge rausziehen lassen von Benji. Ein paar Zettelchen rausziehen lassen von Benji. Da hat der Benji sehr professionell gemacht, muss ich sagen. Eine gute Losfee. Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch. Was es genau zu gewinnen gibt, gab, weiß ich gar nicht. Außer, ich habe mal gehört, ein T-Shirt vom Deutschen Eck. Ein Schal von Mia Julia. Aber da will ich jetzt auch keine Fehlinformationen geben. Und wenn ich mal nach oben gucke, man, hier haben wir Nebel. Und hier oben, ich weiß nicht, ob man sieht, sieht man sogar die Sterne. Das ist halt nur ein bisschen Bodennebel. Aber nach oben hin ist alles offen. Kennt ihr den Film von Stephen King? The Fog, Nebel des Grauens, ich glaube so heißt der. Wo die sich in einem Supermarkt verschanzt haben. Und dann ja, kann man diese Viecher an. Ich hoffe, hier kommen irgendwelche Viecher an. Und ich glaube, ja, viel mehr kann man nicht berichten, weil einfach im Moment nichts los ist. Jetzt haben wir heute den 26. Dezember, Montag, ist richtig, Montag. Und ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wird nichts los sein. Ich schätze mal, ab Donnerstag wird der ein oder andere Touri hier ankommen, der über Silvester an der Playa ist. Und zu Silvester hoffe ich natürlich auch, dass der Bierkönig voll wird. Und die anderen Läden auch. Zumindest die, die offen haben. Und damit würde ich sagen, schließe ich den heutigen Tag. Das war der 25. Dezember 2022, der erste Weihnachtsfeiertag an der Playa. Wir sehen uns dann morgen wieder am 26. Dezember. Macht das gut, Playa Holika meldet sich ab.